Jedes Jahr kommen neue Automodelle auf den Markt. Stets werden sie von der Industrie mit markigen Werbesprüchen angepriesen und sogar von der Fachpresse als Produkte von neuestem technischen Stand hingenommen. Was ist nun wirklich so neu an diesen neuen Autos? Dazu ein Vergleich. Der neue Audi 80 hat einen Urahnen, den nun fast 25 Jahre alten DKW 1000. Audi und DKW sind Fahrzeuge der Mittelklasse, haben etwa dieselben Abmessungen und Gewichte. Beide haben Frontantrieb. Dem Trend entsprechend hat der Audi aber eine weitaus größere Motorleistung von 40 kW, 55 PS. Der DKW hatte nur 32 kW, 44 PS. Startfrei zu einer Testrunde. Eine wesentliche Eigenschaft eines PKW ist seine Fahrleistung. Um festzustellen, welcher Wagen sein Ziel schneller erreicht, befahren beide denselben Rundkurs. Ortsdurchfahrten, Ampeln, Steigungen entsprechen der normalen Verkehrssituation mehr als ein Rundkurs auf der Prüfstrecke einer Automobilfabrik. Der Audi legt die Strecke rascher zurück. Der Zeitunterschied beträgt aber nur 4,7%. Dieser dürftige Zeitgewinn steht in keinem Verhältnis zu dem wesentlich stärkeren Motor des Audi. Wenn schon nicht merklich schneller, ist dann der neue Audi wenigstens sparsamer? Die Verbrauchsmessung ergibt Audi 8,96 Liter pro 100 Kilometer. DKW aber auch nur 9,0 Liter pro 100 Kilometer, trotz seines angeblich schluckfreudigen Zweitaktmotors. Während der Vergleichsfahrt wurde gezählt, wie oft die Kupplung betätigt werden musste. Das ist ein Teilindiz für die Bequemlichkeit, die ein Fahrzeug bietet. Je elastischer ein Motor und je besser die Getriebeanpassung an das Fahrzeug ist, desto seltener muss geschaltet werden. Im Gegensatz zum DKW wurde beim Audi die Kupplung 17 Mal mehr betätigt. Auch die Lenkkräfte sind ein Maß für die Bequemlichkeit der Handhabung eines PKW. Beim Parken sollte man mit möglichst geringen Kräften am Lenkrad drehen können. Die Messung ergab beim Audi wie beim DKW jeweils die gleichen Werte. Keine Verbesserung. Innengeräuschmessung bei 80 km pro Stunde. Beim Audi 68 dBA, beim DKW 72 dBA. Ein in dieser Klasse gängiger Mittelwert. Schließlich die Bremsen. Der alte DKW hat nur Trommelbremsen. Der Audi vorn Scheiben, hinten Trommelbremsen. Dennoch ergeben mehrfache Bremstests keine wesentlichen Unterschiede. Bremswirkung und Bremsenfading sind in etwa gleich. Fazit: Die Summe der effektiven Verbesserungen am PKW innerhalb der letzten 25 Jahre erscheint dürftig. Neue PKW-Modelle haben oft nur einen unwesentlich größeren Gebrauchswert als ihre Vorgänger. Der tatsächliche Fortschritt ist geringer, als Werbesprüche weismachen wollen. Klappern gehört zum Handwerk der Industrie. Was hätte den Audi zu einem wirklich modernen Fahrzeug gemacht? Da wäre zum Beispiel die hydropneumatische Federung, die einem Auto ganz neue Eigenschaften mitgibt. Citroën zeigt seit 25 Jahren, dass diese Art von Federung nicht teurer sein muss als die übliche mechanische. Sie sorgt für Höhenausgleich bei unterschiedlicher Beladung und ermöglicht eine Anpassung der Bodenfreiheit an das Gelände. Außerdem fehlt dem Audi 80 und den anderen modernen Fahrzeugen eine Zentralhydraulik. Üblicherweise wird pneumatisch gebremst, hydraulisch gelenkt, mechanisch gefedert und das Schiebedach elektrisch betätigt. Eine Zentralhydraulik könnte dieses Nebeneinander unterschiedlicher Antriebsarten beseitigen, das Ganze vereinfachen und billiger machen. Kupplung und Handschaltgetriebe mögen sportlich sein, praktisch sind sie nicht. Technisch gesehen sind sie leicht verschleißende anachronistische Bauelemente aus dem Zeppelin-Zeitalter, deren umständliche Bedienung nachweislich vom eigentlichen Fahrgeschehen ablenkt. Ein serienmäßig eingebautes automatisches Getriebe entlastet den Fahrer, ist fast verschleißfrei, braucht bei guter Anpassung an den Motor nur unwesentlich mehr Treibstoff und kostet in großen Serien produziert nur wenig mehr. Der neue Audi 80 ist ganz sicher nicht leicht mit seinem 910 Kilogramm Leergewicht. Der alte DKW mit etwa gleichen Abmessungen wiegt immerhin auch nur 920 Kilogramm. Wirklich moderne Autos müssen leichter sein. Leichtbau ist aber nicht nur Dünnblechbau, also Sparbauweise, sondern muss ganz andere Wege gehen. Echter Leichtbau nutzt die Techniken des Flugzeugbaues unter der Verwendung von Leichtmetallen und Kunststoffen und ist fast korrosionsfrei.
Zu der nur wenig teureren Verwendung von rostunempfindlichen verzinkten Stahlblechen konnte sich Audi auch bei seinem neuesten Produkt nicht durchringen. Zu früh auftretende Rostschäden werden die Folge sein, trotz Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz. Der Uralt-DKW war in dieser Beziehung sogar noch besser. Er besaß einen stabilen Rahmen aus dickwandigen Blechen. Alles in allem, verglichen mit der technologischen Revolution, zum Beispiel auf dem Gebiet von Mikroelektronik, Kunststofftechnik und Flugzeugbau, sind die Neuerungen auf dem PKW-Sektor erschreckend dürftig.